Ja, ich bin Gebhard Hofner, bin IG Metall-Mitglied, einer von mehreren IG Metall-Mitgliedern, die hier ziemlich regelmäßig dabei sind, seit ja, von Anfang an. Lars zum Beispiel ist einer davon und noch einige Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter mehr, was auch gut so ist. Am vergangenen Mittwoch hatte die IG Metall Münster ihre Delegiertenversammlung, das ist einmal im Quartal. Und auch dort war im Bericht der Geschäftsführerin Tanja Goritschan völlig klar, auch weiterhin bleibt für die IG Metall klare Kante gegen rechts, eine gesicherte Losung. Die IG Metall Münster steht hinter den Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern, die hier regelmäßig gegen die Schwurbler und Nazis protestiert haben, und das ist auch gut so. Da ich denke, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder Gelegenheiten haben müssen und schaffen müssen, um Antifaschismus in der Öffentlichkeit präsent zu zeigen, will ich ein paar Beispiele von Aktivitäten der Vergangenheit der letzten Wochen und Monaten berichten, will aber auch schon erzählen, welche Aktivitäten, soweit sie mir bekannt sind, in den nächsten Wochen und Monaten im Antifa-Bereich hier in Münster geplant sind. Ein paar Beispiele aus den internationalen Wochen gegen Rassismus im Frühjahr. In Aalen gab es von der IG Metall initiiert einen Stadtlauf unter dem Motto Bewegt gegen Rassismus. In Hamm-Lippstadt gab es ein Fußballturnier unter der Losung Respekt, kein Platz für Rassismus, mit mehreren Fußballmannschaften aus Betrieben und Stadtteilen, darunter auch einige Geflüchtete, die dort mitgemacht haben. In Salzgitter gab es von der IG Metall-Jugend initiiert einen Tag gegen Rassismus unter dem Motto Nimm Rassismus persönlich, um da klar zu machen, jeder persönlich muss klare Kante zeigen. In Bayern und Hessen sind am nächsten Sonntag Landtagswahlen. Dort gibt es eine Initiative, die unter anderem von GewerkschafterInnen initiiert ist. AfD-NE, es lohnt sich, die Seite sich mal anzugucken, ist sehr schön. Die Kolleginnen und Kollegen haben den Ansatz, die sagen, die Hälfte derer, die AfD wählen oder potenzielle Wählerinnen und Wähler der AfD sind, machen das nicht aus Überzeugung, sondern weil sie irgendwie einen Denkzettel verpassen wollen. Das ist die Personengruppe, die noch möglicherweise ansprechbar ist für Argumente. Denen muss man klar zu machen, dass der Denkzettel kein Bumerang ist. Ihnen will die Initiative klar machen, dass sie mit der Wahl der AfD das Gegenteil von dem erreichen, was sie wollen, nämlich ihre eigenen Interessen mit Füßen treten. Das ist, glaube ich, auch bei der Landtagswahl wichtig. Deswegen sind das schöne Beispiele, an denen dargestellt wird, was mit der Wahl der AfD tatsächlich passiert. Ich erinnere daran, was Carsten neulich hier berichtet hat. Abstimmung im Bundestag über sozialpolitische oder auf asylpolitische Themen. Bei allen relevanten Themen war die AfD gegen soziale Fortschritte, gegen soziale Verbesserungen, insbesondere für die Opfer der Krise. Das muss man immer wieder in Erinnerung haben und auch den möglichen Wählern der AfD klar machen. Ich will auf eine besondere Aktion verweisen, die die IG Metall Münster seit, ich glaube, 2 Jahren macht, Gedenkstätten fahren gegen das Vergessen. Also dieses Jahr und letztes Jahr ist jeweils eine größere Gruppe nach Polen in Gedenkstätten ehemaliger Konzentrationslager gefahren und haben dort sich das angeguckt, was die deutschen Nazis auch im Ausland errichtet haben, nicht nur in Deutschland. Nächstes Jahr wird die IG Metall wieder eine Gedenkstättenfahrt machen, diesmal nach Riga. Ich erinnere daran, dass im Dezember 1941 aus Münster die erste Deportation von Jüdinnen und Juden in das Ghetto in Riga erfolgt ist, mit dem bekannten Ende. Die Stolpersteine in Münster zeugen davon. Ich will ein paar Beispiele von geplanten Aktionen benennen. Die Delegierten der IG Metall haben am vergangenen Mittwoch gesagt, bei unserer nächsten Delegiertenversammlung, das ist am 11. November, wollen wir im Anschluss in Münster Stolpersteinputzaktionen machen oder uns daran beteiligen. Wir wissen, dass auch einige Schülergruppen an diesem Tag, am 11. September, das ist ein Samstag, nachmittags Stolpersteine in den verschiedenen Stadtteilen putzen wollen. Die Villa Ten Hompel hat anscheinend sich bereit erklärt zu koordinieren, dass die verschiedenen Initiativen auch an den verschiedenen Stellen die Stolpersteine aufsuchen, dass nicht alle in derselben Ecke im Südviertel oder im Mauerviertel landen, sondern verteilt.
Deswegen der Gedanke an euch, guckt, was in eurem Umfeld, in eurem Stadtteil an Initiativen für den 11. September geplant ist, 11. November. Das Ganze ist natürlich in Erinnerung an den 9. November, die Pogromnacht, in der die ersten gewalttätigen Aktionen der Nazis gegen Jüdinnen und Juden im gesamten Reich, wie es damals war, erfolgten. Die Südviertel-Initiative will im Herbst mit der Villa Ten Hompel eine Radtour Geschichtsorten gegen das Vergessen unternehmen. Der neue Leiter der Villa Ten Hompel ist lustigerweise auch ein Tourenführer im ADFC, im Fahrradclub. Und der ADFC hat das bekannt gemacht, dass der neue Leiter Stefan Quer bereit ist, auch auf Wunsch von Initiativen gegen einen Spendenbeitrag solche Radtouren zu machen. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, zum Beispiel für die Busters eine solche Radtour zu organisieren, um in ihrem Umfeld sich an sowas zu beteiligen oder an der Aktion der Südbattle-Initiative. Geplant hat die Villa Ten Hompel schon historische Stadtteilspaziergänge am 22. Oktober und 19. November. Auch das für euch zum Vormerken. Ich will nochmal aus meiner Gewerkschaft was berichten. Ende Oktober ist in Frankfurt der Gewerkschaftstag. Der Vorstand, wie üblich, hat zu diesem alle 4 Jahre stattfindenden Ereignis einen Grundsatzantrag mit dem Titel »Wo wir stehen, wohin wir wollen«. Ich zitiere aus diesem Antrag: »Hetzer, Rassisten, Sexisten und Faschisten haben in unserer Organisation keinen Platz. Vielfalt ist unsere Stärke. Der Kampf gegen Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus, Sexismus und Ausgrenzung bleibt eine zentrale Aufgabe für alle MetallerInnen, eine Aufgabe, die wir auf allen Ebenen unseres Handelns mit lauter, vereinter Stimme und der Kraft der Solidarität angehen.« Das, finde ich, ist eine schöne Aussage einer Gewerkschaft. Ich will bei der Gelegenheit einen kurzen Werbeblock einschieben. Studierende und Schüler können für einen Monatsbeitrag von 2 Euro Mitglied der IG Metall, ich denke, für Ähnliches gilt auch für andere Gewerkschaften werden, um auch dort antifaschistisches Handeln fest weiter zu verankern. Ich will noch ein paar Gedanken äußern, nicht von mir, sondern aus einer Quelle, warum für Gewerkschafter ihnen Anti-Engagement so wichtig ist. Helga Schwitzer, ehemaliges Vorstandsmitglied der IG Metall, hat kürzlich, letzten Samstag, in einem Beitrag für die Frankfurter Rundschau ein paar Überlegungen dargelegt. Ich zitiere in Kurzfassung: Die Berliner Koalition hat Sparpläne zur Finanzierung einer enormen Hochrüstung aufgelegt. Der jährliche Rüstungsetat soll auf 88,5 Milliarden wachsen. Dazu kommt das sogenannte Sondervermögen von 100 Milliarden. Die Rüstungsindustrie träumt davon, dass es 300 Milliarden werden. Dafür wird gekürzt. Bei der Kranken- und Pflegeversicherung, bei der Finanzierung von Krankenhäusern, bei der Bundeszentrale für politische Bildung, im Bildungswesen, allein da könnte man zeitnah referieren und sich in Rage reden, beim Bundesfreiwilligendienst, bei der Freien Jugendhilfe. Bei Jugendbildungsstätten, ich erinnere an das Jugendzentrum im Paul-Gerhardt-Haus. Die Kindergrundsicherung, die auf ein Fünftel des benötigten Betrags zusammengestrichen wurde, auf nur 2,4 Milliarden. Mehr als ein Fünftel aller Kinder und Jugendlichen leben in Armut, erfahren dadurch Diskriminierung und Ausgrenzung. Immer mehr Menschen, Jugendliche wie Erwachsene, befinden sich in einer Spirale nach unten, haben Ängste, sind überfordert und sehen keine Perspektive, aus ihrer Situation herauszukommen. Es gehört nicht viel Fantasie dazu, sich vorzustellen, dass vor allem diese Menschen auch ein Potenzial für die scheinbar einfachen Lösungen der Populisten sind. Die erschreckenden Zahlen für ein Erstarken der AfD sind dafür leider ein deutliches Zeichen. Laut einer Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung ist nur die Hälfte der Befragten mit der Art und Weise, wie unsere Demokratie funktioniert, zufrieden. Wir haben es mit einer zunehmenden Verunsicherung und Politverdrossenheit der Bevölkerung zu tun. Die Schlussfolgerung für Helga Schwitzer daraus: Unsere Gesellschaft braucht stattdessen eine aktive Verteidigung und Fortentwicklung der Demokratie. Soweit Helga Schwitzer, ehemals IG Metall-Vorstandsmitglied. Für mich als Gewerkschafter heißt es, der antifaschistische Kampf und der Kampf gegen Sozialabbau gehören untrennbar zusammen. Da bleiben wir alle auch nach unseren Mahnwachen gefordert. Danke.
Ja, super, Gebhard, vielen Dank. Vielen Dank auch nochmal an Lars, der hier seit langem die Musikanlage wartet, jedes Mal mitbringt und wieder abholt. So, die brauchen wir wahrscheinlich jetzt an den Montagen erstmal nicht mehr.